Ja, ich gehe heute noch in eine Art von Verlängerung, weil das ist nicht das einzige Thema, wo unsere Zuschauer sich Gedanken machen. Die machen sich auch Gedanken nicht über meine Locken, sondern über deinen Abgang. Über meine Locken. Die du noch nie hattest, genau. Ja, es gibt natürlich Zuschauer, die sagen, Mann, das ist aber echt schade. Steffi Feixx zum Beispiel ist eine von denen, sagt, oh, wie schade. Er hat das immer so mit sehr vielen O's gut gemacht. Die Überweisung von den 50 Euro von Feixx kommt. Genau, auch hier geht es sogar um ein Lebenswerk. Christoph Lühmer schreibt Gratulation zum Lebenswerk. Aber er fragt auch, bin gespannt, wie lange er es ohne TV aushält. Ja, also ich kann dir sehr empfehlen, in allen Kanälen mal nachzulesen. Hast ja bald ein bisschen mehr Zeit, ganz viele gute Wünsche unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, gute Ideen für die Rente, neue Hobbys, alte Hobbys, mehr Zeit mit der Familie. Aber lies es dir mal durch. Es gibt aber auch Menschen, die haben so gar keine Träne im Kopfloch, im Knopfloch, die sagen, Rainer Oetke zum Beispiel, was ist schöner als die WM? Das Blasberg aufhört. Soll ich das noch vorlesen? Nein, 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 war eine Kunstpause. Ja, und auch ein bisschen Lob und ein bisschen Tadel. Es gibt immer so beides. Sehr freundlich formuliert von Martinus Arroyo Schmidt. Er schreibt, schade, ein erfahrener Profi mit Eloquenz und Humor. Nicht immer hart, aber stets fair. Ja, und jetzt kommt da irgendwie so ein Neuer um die Ecke. Der wird es vielleicht nicht leicht haben. Sonja Bibione schreibt, habe es eigentlich nur wegen Herrn Plasberg geschaut. Aber ich werde dem neuen Moderator natürlich gerne eine Chance geben. Aber er tritt schon in große Fußstapfen. Gibt es ein paar kleine Vorschusslorbeeren für den Neuen? Ne? Man freut sich auf ihn. Laura Ann Lange schreibt, ich finde die Wahl des Nachfolgers toll. Aber der Mann muss liefern und auch da gibt es schon erste Wünsche. Unser Zuschauer Frank Strohhelm schreibt, vielleicht bringt der neue Moderator etwas Stimmung in die Bude. Ja, das sind so die ersten Wünsche an den neuen Mann bei Hart aber fair. Und der wartet schon, hat aufmerksam zugehört hinter den Kulissen. Hier ist Louis Klamroth. Hallo Louis. Was hast du für eine Schuhgröße? Frank, du musst jetzt mal ein bisschen Kontrolle abgeben. Okay, du weißt nicht, was jetzt passiert. Nein. Das ist ja auch ganz schön. Du hast das 22 Jahre gemacht. Das ist sehr beeindruckend. Ich übernehme am 9. Januar im nächsten Jahr. Ich hoffe, Sie sind alle dabei. Aber Frank, du musst jetzt mal einen kurzen Schritt zur Seite gehen. Ja. Ja. Denn ich drücke jetzt zum ersten Mal auf dein Pad und wir gucken uns an, wie diese 22 Jahre waren. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Premiere von Hart, aber fair. Das Reizthema Sterbehilfe. Das war der Anfang, vor knapp 22 Jahren. Hart, aber fair, das ist Frank Plasberg. Seine Themen vielfältig wie das Leben. Reizthema Zoo, ist es ein Tierknast oder ist es eine Arche zum Überleben? Unsere Sendung heute heißt Dumm, Dümmer, Deutsch, Bildungsniveau voll am Arsch. Pille rein, Windel drum. Pflegenotstand in Deutschland, Fragezeichen. Tiere sind mir wurscht, haben Fleischesser keine Moral? Weltmacht süß-sauer, wie gefährlich wird China für unseren Wohlstand? Frank, ein Mann der klaren Kante, vor allem gegenüber Politikern. Wer ist in der SPD hauptsächlich für Kommunikation verantwortlich? 700.000 SPD-Mitglieder, die immer gut miteinander reden. Und der Generalsekretär hat frei? Nein, der Generalsekretär hat dafür eine wichtige Verantwortung und er nimmt auch alle Schelte, die jemand loswerden will, gerne entgegen. Das gehört zum Arbeitsauftrag dazu. Eine Sendung mit Stimmung in der Bude. Es wurde laut. Und damals wurden Sie vertrieben. Das sagen und Sie lassen Sie nicht zurück. Aber warum schreien Sie mich an? Sie haben mich doch das heißt, wer lässt Sie nicht zurück? Sie ich bin deutscher Staatsbürger. Darf ich darauf hinweisen? Ich bin deutscher Staatsbürger. Manchmal ein bisschen romantisch. Meine Redaktion ist höllisch schnell. Die haben ein Foto gefunden, ein altes Autogrammfoto. Schauen Sie, waren aber ein Hübscher. Ja, ich hätte Sie damals glatt geheiratet. Ja. Okay. Und es war immer Teamwork. Ich finde es total blöd, dass du da stehst. Komm, wir setzen uns zusammen hier auf den Stuhl, dann können die Leute. Komm, wir teilen uns. Wir kriegen das hin. Das, natürlich. Überhaupt kein Problem. Ja, herrlich. Also. So, komm. Ein eingespieltes Team von der allerersten bis zu Franks allerletzter Sendung. Einmal wurde Frank fast das Studio zerlegt. Nee, nicht ganz. Das reicht. Wir brauchen die noch für also, Sendung. Ist okay. Super, nee, jetzt reicht's voll. Jetzt eine historische Aktion. Der Tisch landete im Haus der Geschichte. Und Frank versprach seinem Tisch. Freu dich drauf, ich komme dich mindestens zweimal im Jahr besuchen. Bei Hart aber fair ging es weiter. Immer nach dem Motto, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft.
Ich sage das jetzt einfach mal so, wie das ist. Ich kann nichts mehr sparen. Und ich kann auch meine Heizung nicht noch 2 Grad runterdrehen. Dann brauche ich nämlich einen Pelzmantel. Genau. Manchmal war es sehr direkt. Wo verläuft die Grenze zwischen Selbstsicherheit, die Sie ausstrahlen, und Arroganz? Meine Frage war, wie eigentlich bei der SPD Stallgeruch riecht. Ein weiteres Klischee, ich bleib da mal dran, ist das des Grünenfressers. Wie schmecken Grüne? Manchmal war es knallhart. Was macht die Politik? Was machen Sie als Fachmann und Politiker? Ich hab mit Herrn Mertens über diese Dinge auch gesprochen. Das können Sie sich vorstellen, weil ich also nicht aus der Schule lebe. Gibt es irgendjemanden, der Herrn Mertens mal Beine machen kann? Oder lustig. Hat sich eigentlich einer wirklich auf diese Koalition gefreut? Ach ja. Wir haben Zeit. Sie können schon noch. Ich möchte Sie beim Nachdenken nicht stören. Ja, doch. Frank stellte Fragen, wenn es sein musste, immer wieder. Weil ich habe Herrn Gauck gewählt. Wen haben Sie gewählt, Herr Lindner, damals? Ich habe Christian Wulff gewählt. Tut's Ihnen leid? Es war eine andere Situation. Tut's Ihnen leid? Nachher ist man immer klüger. Tut's Ihnen leid? Hören Sie auf. Okay. Frank, ein Mann der Fakten. Nur einmal lag er daneben. Ich weiß, wie alt Sie sind. Darf ich sagen? 59? Nee, noch nicht. Das ist übertrieben. Ist übertrieben, 58? Ich meine, nein, ist auch. Sie meinen, haben jetzt mich mit Renate Schmidt wahrscheinlich. Das kann wahrscheinlich sein, ja. Dann bringe ich es wahrscheinlich nicht zu Ende. Es ist an Peinlichkeit nicht zu übertreffen. Ich wollte eigentlich auch nur. Aber es ist nicht so schlimm, Sie können es auch sagen. Ich bin 53. Ja, dann habe ich Sie mit Renate Schmidt verwechselt. Ja. Ich finde, dass man aber auch sieht, dass sie nicht 59 ist. Das kann ich nur unterstreichen. Also, Herr Entschuldigung. Jetzt ist Frank 65 und hört auf. Das wurde ihm schon vor Jahren prophezeit. Ich würde Sie so lassen, wie Sie sind. Aber Sie haben auch wie ich so angedeutete Schlupflider. Das ist heute eine OP, die nicht verändert, wo man frisch und vital aussieht und wo man moderieren kann bis 65. Frank hat es auch ohne Schönheits-OP geschafft. Am Ende waren es fast 750 Einsätze für Hart aber fair. Und wir finden, Karen Miosga hat recht. Super Sendung, Frankie. Dankeschön. Oh, vielen Dank. Ich stelle mich einfach mal dazwischen. Liebe Leute, es ist sehr nett von euch, aber Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe einen großen Ehrgeiz. Einmal möchte ich pünktlich fertig sein. Und weil eben Karen Miosga so nett gesprochen hat, ich glaube, das war vor 10 bis 15 Jahren, kann ich jetzt fast pünktlich zu ihr rüberschalten zum allerletzten Mal und Karen Miosga fragen bei den Tagesthemen, was sie... Sie gucken so traurig. Es ist ein schöner Tag. Doch, für mich ist ein schöner Tag. Was ist Ihr Tagesthema heute? Die Tagesthemen waren heute Tagesthemen. Ich muss heute auch unbedingt Danke sagen, Frank. Danke für deine oft unpünktlichen, aber doch so heiteren Übergaben an die Tagesthemen. Danke für diese großartige Sendung vor uns und wie du sie moderiert hast. Und danke dafür, dass du heute diesen Schnurrbart nicht mehr trägst. Wir werden dich vermissen. Vielen Dank. Magst du uns noch sagen, was du gleich veranstaltest? Wir gucken auf den G20-Gipfel und genau wie ihr natürlich auch auf die wohl umstrittenste Weltmeisterschaft der Welt. Bis gleich. Alles Gute, Frank. Alles Gute. Ich guck dich. Ich weiß, wo man dich sehen kann. Im Ersten. Vielen Dank. Ja, das war es jetzt wirklich fast 22 Jahre Hart aber fair. Da können Sie sich vorstellen, wie lang die Liste ist bei den vielen, vielen Menschen. Ein paar sehen Sie da hinter mir.
bei denen ich mich bedanken muss. Ich sag mal einfach von Herzen Dank bei allen Menschen rund um Hart aber Fair. Das sind zum ersten Mal Sie, die Zuschauer, hier im Studio. Und die 3, 4, 5 Millionen manchmal, die wir hatten, die einfach die Sendung am Laufen haben lassen. Das ist einfach toll. Dann diese ganze Truppe hier. Das sind alles Mitarbeiter von Hart aber Fair, die mich so gut aussehen lassen. Und die haben heute eine Höchstleistung vollbracht, weil, wie Steffen Simon ja entlarvt hat, ich habe keine Ahnung von Fußball. Aber muss man auch nicht, wenn man eine solche Truppe hat. Danke dafür. Es war mir wirklich eine große Ehre, auch an die ganzen Kameraleute und Techniker, wenn Sie wüssten, wie viele Leute dahinter stehen. Das ist einfach wirklich toll. Jetzt habe ich noch 50 Sekunden. Und das gibt mir Gelegenheit, mich bei den vielen, vielen Ratschlägen zu orientieren, an Ihnen zu orientieren und bei den Menschen zu bedanken, die mir diese Ratschläge gegeben haben für den nun kommenden Lebensabschnitt. Und der beste Rat kam von einem Professor. Er war oft Gast in dieser Sendung. Er ist 79 Jahre alt. Und er hat mir geschrieben, alles Gute. Und ich würde Ihnen raten, den Rat zu beherzigen, der seine Frau ihm gegeben hat. Seine Frau hat ihm nämlich gesagt, immer helle Kleidung tragen und gut riechen. Ich werde es machen. Bleiben Sie sauber. Tschüss.